auch bei den Stoffbinden in der Größe L, Maxi, XL ist die Variation unheimlich groß. Auf den ersten Blick meint man immer, die Größe L ist nur für die Nacht oder eben für eine extrem starke Blutung. Dabei hängt das wirklich von unterschiedlichen Faktoren ab. Du siehst, das hier ist jetzt zum Beispiel die Größe L von der Firma Blümchen. Und die Größe L von Imse Wimse ist aber schon mal noch viel, viel größer. Sie ist länger, sie ist breiter. In der Dicke sind sie ungefähr gleich. Und da hängt es jetzt wirklich davon ab, wofür brauchst du die Binde? Brauchst du sie jetzt wirklich für eine stärkere Blutung, dass du sagst, du blutest auch mehr in der Mitte und dann brauchst du einfach eine dicke Saugkraft? Oder ist es so, dass es dann sich auch nach vorne, nach hinten irgendwie hinzieht, dass du sagst, du möchtest ein gutes Gefühl haben und dann eben hier ziemlich viel platzmäßig sozusagen abdecken? Es kommt auch immer auf die Statur der Frau drauf an. Eine kleine, zierliche Frau oder auch ein Teenager braucht eventuell eine kleinere Binde für die Nacht oder bei einer starken Blutung als eine große Frau, die wirklich körperlich einfach groß gebaut ist und die auch eine starke Blutung hat. Dann bräuchte diese Frau eventuell auch einfach etwas Größeres, wie zum Beispiel diese Binde hier von Mom Ecofit. Du siehst, die ist jetzt auch nochmal anders geformt. Was dir vielleicht auffällt, ist, dass einige dieser Binden so eine Art Sanduhrform haben, dass sie zumindest an einem Ende sich verbreitern. Das empfinden viele Frauen nämlich ganz angenehm, gerade für die Nacht oder bei einer starken Blutung, wenn sie dann eine Verbreiterung haben, die sie in den meisten Fällen sich Richtung Popo dann auch legen. Manche Frauen sagen aber auch, ich habe die Blutung weiter vorne, ich finde es dann angenehmer, wenn ich dann vorne eine Verbreiterung habe. So, das musst du wirklich immer selber ausprobieren. Und du siehst, das hier ist zum Beispiel die Binde L von Almo Natürlich und die hat eine gleichmäßige Breite und ist einfach nur dann länger und etwas dicker als deren Slip-Einlagen zum Beispiel. Das ist also wirklich wieder bei jeder Frau sehr, sehr unterschiedlich. Diese Binde hier, die ja von uns selber ist, von 1bis3.de, die ist jetzt auch fürs Wochenbett zum Beispiel geeignet. Denn da haben ja viele Frauen doch einen stetigen, recht starken Ausfluss dann noch für einige Tage und müssen ja auch viel liegen. Und gerade dann ist es auch wirklich angenehm, eben hier eine breitere Form im Rückenbereich dann auch zu haben. Bei den Wochenbettbinden ist es genauso wie mit den wie bei den anderen Stoffbinden. Es gibt ja auch noch welche von anderen Herstellern. Da gibt es auch eine Möglichkeit, einen Wäscheschutz zu haben, entweder wie hier bei der von Anavi aus Vlies oder aber hier verdeckt eingearbeitet bei der Mom Ecofit oder auch bei der Imse Wimse bzw. Blümchen. Wir haben die jetzt von 1bis3.de, haben wir diese Wochenbettbinde, die Postpartumbinde, komplett aus Naturfaser. Die hat keinen Nässeschutz und das haben wir mit Absicht so gemacht.